Abgeordneter Michael Bernhard. Danke, Frau Präsidentin, geschätzte Frau Ministerin, werte Kolleginnen und Kollegen. Klimabonus ist gerade das Thema. Ganz konkret geht es um eine Möglichkeit, dass das BMK auf die Daten vom BKA zugreifen kann, wo öffentlich Bedienstete auch ihr Einkommen herbekommen. Und das Ziel ist, dass mehr Überweisungen statt Postsendungen erfolgen. Jetzt muss man sagen, wir als NEOS haben den Klimabonus an sich kritisch gesehen. Wir sehen ihn noch immer kritisch. Ich werde dann auch noch ein paar Worte dazu sagen. Wenn man aber schon ein Instrument wählt, dann sollte man es so gut wie möglich umsetzen. Und daher unterstützen wir diesen konkreten Antrag. Das haben wir auch im Umweltausschuss so gesagt. Zum Klimabonus an sich kann ich die Kritik aber nicht Ihnen ersparen, Frau Ministerin. Sie wissen, dass wir grundsätzlich an dem Konstrukt, dass man zuerst viel Geld, in etwa 1,5 Milliarden Euro, den Bürgerinnen und Bürgern über die CO2-Steuer entnimmt und sie dann aber wiederum, nachdem man die Kosten in der Verwaltung entstehen hat lassen, wieder zurückverteilt und dann auch umverteilt nach Geografie und sonstigen Elementen. Das ist aus unserer Sicht nicht der sinnvollste Umgang mit Steuermitteln. Wir sprechen davon, dass wir wirklich hohe Aufwände haben. Gerade der Rechnungshof hat heute kritisiert, dass es zu einer ganz hohen Belastung auch bei der österreichischen Post gekommen ist, dass zusätzliches Sicherheitspersonal angestellt werden musste, zusätzliche Prozesse gemacht werden mussten, dass 285.000 Menschen nicht aufgefunden werden konnten, denen man einen Klimabonus hätte auszahlen wollen, die ausländischer Abstammung sind, aber in Österreich leben. Das funktioniert nicht so, wie wir es brauchen. Es wäre wesentlich zielführender, man hätte eine CO2-Steuer, die einen Anreiz gibt, auch tatsächlich aus der fossilen Energie rauszugehen und würde Abgaben und Steuern senken. Ich weiß, das widerspricht diesem Prinzip, das Sie von grüner Seite verfolgen, nämlich einer Umverteilung der Belastung, wo die CO2-Steuer ganz stark vom Mittelstand und von denjenigen, die Steuer bezahlen, auch tatsächlich finanziert wird und das dann quasi nach unten verteilt wird. Klimapolitik ist aber keine Umverteilungspolitik, die hat im Sozialministerium stattzufinden. Es ist nicht so, dass Sie als Klimaministerin alle Probleme in der Republik lösen müssen. Ich bitte Sie und wir als NEOS bitten Sie als Fraktion, fokussieren Sie darauf, die Treibhausgasemissionen runterzubekommen und nicht darauf, neue, komplexe, bürokratische Konstrukte zu erstellen, die wir dann über Jahre haben und für die wir alle viel Steuergeld verbrennen. Das brauchen wir nicht und deswegen bleibt unsere grundsätzliche Kritik am Klimabonus und wir bitten Sie, es zumindest deutlich besser zu machen. Vielen Dank. Michael Bernhard war das, Sprecher für Umwelt und Klimaschutz bei den NEOS, mit einer direkten Bitte an die Frau Umweltministerin, der sie wohl gleich nachkommen wird.